Warum wird man Politikerin bzw. Politiker und warum haben Sie sich entschieden, Politiker, Politikerin zu werden? Junge Menschen für Politik begeistern und zum Mitmachen animieren. Das ist das Credo des Projekts Jugend im Landtag, der Demokratieoffensive des Burgenländischen Landtags. Die burgenländische Landesregierung hat sich im Regierungsprogramm dazu bekannt, das Demokratieverständnis zu stärken. Dazu gehört auch das Projekt Hashtag Mitreden Jugend im Landtag, bei dem es gilt, gerade Jugendliche für die politische Arbeit im Burgenland zu interessieren, zu begeistern und einzuladen, mitzureden, Politik nicht nur zu erleben, sondern sie auch tatsächlich selbst mitzugestalten. DJ ACC. Ich habe gelesen, dass Ihnen als Jugend sehr wichtig ist, dass Sie mitreden können. Genau das ist mir auch wichtig. Es ist ganz wichtig, dass da junge Menschen heute die Abgeordneten sind und dass junge Menschen mitreden können. Zielgruppe sind Jugendliche in Ausbildung ab 16 Jahren. Daher werden die 36 dafür in Frage kommenden Schulen, aufgeteilt auf 3 Schuljahre, auf Initiative der Bildungsdirektion eingeladen, Schülerinnen und Schüler auf den Landtag vorzubereiten. Auch die Hack Frauenkirchen ist der Einladung ins Landhaus gefolgt, um mit den Abgeordneten aller Parteien zum Burgenländischen Landtag aus ihrem Bezirk Neusiedl am See Fragen zu stellen und mit ihnen diskutieren zu können. Ich weiß, dass ein Hack und eine Handschuhe, vor allem Hack natürlich auch, wo sie heute als Hackklasse da sind, schon sehr wirtschaftlich ausgerichtet. Aber ich weiß auch, dass es der Schule, das steht auch im Leitbild, und Ihnen wichtig ist, dass junge Menschen soziale Kompetenzen haben. Dass Sie wissen, was auch wichtig ist, außer natürlich die wirtschaftliche Ausrichtung und so weiter, ist wichtig der Teamgeist, das soziale Engagement und so. Alle Informationen rund um den Jugendlandtag findet man auf www.politikerleben.at.